will, die gerade auf den Straßen unterwegs ist. Warten. Okay. So, hallo zusammen. Wie in der Beschreibung vom letzten Video schon angekündigt, wollte ich gern über den extrovertierten Kundschaft, nee, den introvertierten Kundschaft sprechen. Und das wäre hier die Luna. Mäuschen. Ja, und zwar durch einen kleinen Ausfall, eine Krankheit von dem Boso, waren wir seit mehr als 3 Jahren, war ich in der Lage, mal wieder mit Luna alleine Gassi zu laufen. Und es war sehr interessant und sehr erkenntnisreich. Weil, wenn man sie so zusammen sieht, ist das schon ein ziemlich gut eingespieltes Team. Und man hat sich natürlich insgesamt auch daran gewöhnt, wie das läuft. Und da ist eine ganz andere Energie da, wenn ein Hund dann mal wieder weg ist. Und sehr interessant war es, dass die Luna dann gleich oder ähnlich an der Leine sich verhalten hat, wie damals, wo wir den Boso noch nicht hatten. Und da habe ich dann angefangen, den Boso zu imitieren. Und ich gedacht, was macht denn der eigentlich immer, damit die Luna doch recht ruhig und gemütlich unterwegs ist. So, Moment, ihr zwei. Hey, Boso und Luna. Und es war ganz interessant zu sehen, welche Knöpfe eigentlich sozusagen so ein extrovertierter Kundschafter wie der Boso drückt, um damit die Luna einfach nicht in ihr Stressverhalten, sage ich jetzt mal, reingerät. Weil introvertierte Kundschafter sind gerne schnell überfordert, sehen sehr aktiv aus. Aber tatsächlich ist es eher Überforderung, wenn sie meinen, wenn sie alleine sind und meinen, sie müssen alles selber regeln. Und so ähnlich war das eben gestern, dass sie beim Gassi gehen gleich gemeint haben, okay, ich bin jetzt wieder alleine. Jetzt muss ich alles beschnuppern, ich muss alles erfassen. Und da hat man natürlich ein sehr unruhiges Gassi-Erlebnis, sag ich mal. So. Zudem ist es so, dass Boso durch seine etwas andere Aktivität und andere Ansprache, die er an den Menschen eigentlich ranbringt, viel Aufmerksamkeit von der Luna wegzieht. Also habe ich gestern auch versucht, die Luna mehr oder weniger zu ignorieren. Natürlich nicht, als wäre sie nicht da, sondern einfach nicht die ganze Zeit auf sie Acht zu geben. Und besorgniserregende Grashalmchen mit zu begutachten, weil das würde sie ja viel mehr in diese besorgniserregende Lage versetzen. Und das war sehr interessant zu sehen, dass die Luna eigentlich
Warte mal, Bose. Bose, warte doch mal. Ja. Dass die Luna eigentlich sozusagen beim Gassigang dieses permanente angeguckt werden vom Menschen. Und das machen wir Menschen ja gerne als was tut der Hund, was macht er jetzt, als Kontrolle, als keine Ahnung, dass sie das eigentlich eher als Auftrag empfindet, dass sie jetzt irgendwo irgendetwas tun muss und irgendetwas regeln muss, beziehungsweise sie das vielleicht auch vom Menschen als Unsicherheit empfindet. Und sagt, okay, wenn du unsicher bist, dann übernehme ich. Und genau das will man ja bei so einem Hund eigentlich gerade nicht, sondern man will ja, dass der sich auf den Menschen, auf die Ruhe vom Menschen verlässt. Und das kann man eben der Luna anscheinend nur nahebringen, indem man das auch wirklich selber lebt. Und sich dessen sicher ist, was man tut. Also weil die Luna zum Beispiel, die tut viel, viel wenig Augenkontakt anbieten, wie jetzt der Boso. Dadurch fand ich es auch früher viel anstrengender, zu wissen, was sie jetzt will, was sie braucht. Wann sie ansprechbar ist, aber so wie sie das mit uns macht, ist es anscheinend für sie normal, dass die Menschen, in dem Fall wir, mein Mann und ich, das mit ihr machen, weil ansonsten nimmt sie uns nicht für ernst. Fand ich sehr interessant. Die beiden jetzt hier, das sind ja Kundschafter. Kundschafter insgesamt in einem Rudel, könnte man eigentlich sagen, sind schon sowas wie Soldaten. Die sind immer bereit, sich für die Belange des Rudels, sei es Revier, sei es Futter, sie reit wie auch immer, einzusetzen. Der Unterschied ist, dass die Luna, die ist als introvertierte Kundschafter, kann man eigentlich sagen, das sind so die Streber. Die wollen alles richtig machen, die wollen alles perfekt machen, die wollen Aufträge ausfüllen. Als Kundschafter sind sie halb autonom, das heißt, die verlassen auch mal das Rudel, die verlassen auch mal mich und kundschaften eben. Gucken sich um und kommen dann zurück und melden mehr oder weniger oder zeigen den Weg zu dem, was jetzt interessant war, da wo es was zum Fressen gibt, keine Ahnung. Bei Luna kann ich das leider nicht tun, weil die sehr schnell in dem Jagdmodus ist und das ist wieder der nächste Punkt, der so ein introvertierter Kundschafter gerne anbietet, dass sie so ein selbstbelohnendes Verhalten an den Tag legen. Die fallen gerne in so einen Suchtmodus. Also das heißt, wenn ich jetzt der Luna permanent irgendeinen Ball schmeißen würde und dann auch noch unter Umständen mit Futter belohnen, sie ist sowieso sehr futtergesteuert, dann würde ich permanent einen Hund neben mir haben, der sich nicht mehr mit seiner Umgebung abgibt und wahrnimmt, sondern der ist nur noch in diesem, was kann ich tun, damit ich Futter kriege. Das mag wohl ganz gut sein, zum jetzt irgendwie dressieren oder so, aber das will ich ja im Alltag nicht haben. Also im Alltag soll ja der Hund jetzt beim Gassi gehen auch mal ein bisschen Zeit haben zu schnuppern, seine Sachen zu erledigen, Hund sein und nicht Maschine, die mir irgendetwas recht macht. Weil dementsprechend müsste ich ja auch permanent irgendeine Party machen für die zwei. Und ganz ehrlich, nach der Arbeit ist mir auch nicht immer nach Party zumute. Da bin ich dann froh, wenn man entspannt laufen kann. Aber solche introvertierten Kundschafter, die
tun sich gerade wegen dieser Eigenschaft, dass sie leicht in so ein selbstbelohnendes Verhalten reinfallen. Luna, warte mal. Sind die natürlich optimal für solche als Polizeihunde, als Jagdhunde, als also weil die bieten ja diese Eigenschaft an und wollen das auch. Und da fördert man dann diese Sucht in dem Sinne, aber da braucht man es ja auch. Und der Hund weiß ja dann am meisten, jetzt arbeite ich und jetzt ist Entspannung angesagt, sodass der dann auch wirklich ein bisschen wieder zur Ruhe kommt, wenn er Glück hat. Ja, aber im Großen und Ganzen, das fand ich sehr interessant eben gestern, sozusagen bis ich die Luna in dieser mentalen Verfassung hatte, wie sie jetzt ist, habe ich mindestens einen halben, wenn nicht dreiviertel Gassigang gebraucht, weil ich einfach in dem Moment, könnte man fast sagen, die Unterstützung von Bosa nicht hatte und ich eben mal selber tätig werden musste und überlegen musste, was läuft denn anders, wenn der Bosa dabei ist. Und das waren tatsächlich nicht mehr Aufmerksamkeit und mehr Kontrolle, sondern weniger Aufmerksamkeit, weniger Kontrolle. Aufpassen natürlich, was macht der Hund, wo schnuppert er, damit er nicht irgendwelche falschen Sachen frisst. Aber im Großen und Ganzen sich selber treu sein, also mit sich selber zufrieden sein und sich nicht zu sehr um das kümmern, was der Hund gerade tut. War sehr interessant. So. Bei Fragen stellt sie gerne in die Kommentare rein. Ihr könnt mir auch gerne sonstige Anregungen zuschicken. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal liked oder auch abonniert. In diesem Sinne wünsche ich euch heute nur einen wunderschönen Tag. Zum Glück ein bisschen mehr mit Sonne heute und nicht wieder Schnee wie die letzten Tage. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr noch ein bisschen zuschauen bei unserem gemütlichen Gassigang. Mal langsam.